Ey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von GTA 3 und was für eine Überraschung, am Anfang gibt's wieder ein kleines verstecktes Päckchen zu holen. So, hier ist dann leider wieder nichts, aber naja, hat sich ja einigermaßen gelohnt, durch diese Straße durchzucruisen. Ach, gleich ein Auto dazu, das ist doch praktisch. Und ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, zu wem wir zuerst fahren sollen. Ich würde jetzt vorsichtig sogar mal vorschlagen, wir fahren zu Joey. Weil der gibt uns ja eigentlich immer sehr solide Aufträge. Sofern unser Auto noch zu 2% vollständig ist. Naja, das war's dann wohl. Aber hey, immerhin, wir haben es versucht. Müssen wir jetzt leider wieder ohne Auto klarkommen. Wenn es uns denn mal durchlassen würde. Danke. Ah, das ist super. Das ist auch so eine Mission, in den darf man nämlich nicht direkt einsteigen, sonst hat man eine Mission am Arsch. Und zwar irgendwie, ich glaube, ach ja, ich glaube Patriot oder so heißt der. Der Wagen. Der kann extrem gut Abhänge hochfahren. Was aber an der Karre scheiße ist, ist ja wie gesagt, dass man die Mission direkt am Arsch hat. Und die ist wirklich nicht gerade leicht. Also damit kann man echt nicht spaßen. Von daher habe ich da jetzt nicht so die Lust drauf. Ja, dann mal gucken, was Joey so für uns zu Dingensen hat, zu erledigen. Der tote Passagier. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright? Okay, ich denke mal, die werden mich daran hindern, das zu tun. Aber was soll's, das werde ich trotzdem schaffen. Ich kenne mich ja. Das Auto darf nur vorher nicht kaputt gehen. Warum es ausgerechnet in der Schrottpresse kaputt gehen muss und nicht irgendwie ins Wasser gestürzt oder einfach so zum Explodieren gebracht werden darf, ich weiß es nicht. Das ist das Komische bei den Missionen. Aber Missionen sind wie Arbeit, du machst das, was dir einer vorschreibt. Du machst deine Sache gut. Und du behältst den Job und verdienst Geld. Boah, ich habe das echt richtig mit den Hustenanfällen. Ich hatte mir mal einen Hustenstiller gekauft. Allerdings will ich den nicht so häufig zum Einsatz bringen. Weil wenn ich das Zeug zu häufig nehme, werde ich resistent. Gib mir eine Sekunde. Hier muss man dringend frische Luft rein in den Raum. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das hier noch 20 Minuten drin aushalten soll. Die Vorstellung alleine ist furchtbar. Gelinde gesagt. Also gelinde gesagt schockierend furchtbar. Wie ich gerade da stehe, ey. Und jetzt kommt das erfüllendste Geräusch überhaupt. Ah. Sprudelndes Wasser. Ja, keine Sorge, ich verreck euch schon nicht. Zumindest noch nicht. Das kommt alles noch. 2017. Aber jetzt wollen wir erstmal weiterfahren. In der Hoffnung, dass ich meine Hustenanfälle unter Kontrolle kriege. Ich muss gleich definitiv ein Fenster aufmachen. Vor allen Dingen das Schlimme ist, ich habe das zu Hause zwar auch. Deswegen pausiere ich auch sehr oft. Also beziehungsweise ich bleibe einfach irgendwo stehen und rede weiter oder sag auch mal kurz nichts, einfach weil ich von diesen Hustenanfällen total verfolgt bin. Oh. Und daran liegt das. So wie jetzt zum Beispiel. Ich will euch da nicht voll husten, dann sag ich einfach nichts. Und gut ist, aua. Musst du gleich immer mein Auto schrotten? Das finde ich nicht nett. Gar nicht nett. Manchmal lässt es sich aber auch nicht verhindern. Okay, gut, jetzt ist der Husten so ein bisschen gestillt, dadurch, dass ich mal ordentlich rausgehustet habe. Und bevor die Forelli-Brüder mir jetzt noch hier irgendwie auf die Schliche kommen. Gut, das sind sie offensichtlich. Bereits. Dann würde ich sagen, ab zur Schrottpresse. Das Problem ist, der Wagen, der hat jetzt schon weißen Rauch. Obwohl ich noch kaum irgendwie Schaden bekommen habe oder so. Allein, dass sie einen dann quasi direkt immer einholen, finde ich schlimm. Also ich fahre ja relativ, wie soll ich sagen, ich fahre ja relativ makellos hier durch.
Ne, und naja, die lenken einen ziemlich schnell von der Dingens ab und dass die auch einfach viel schneller sind. Obwohl du direkt auf geradem Weg zum Ziel fährst, schaffen sie es dich einfach quasi irgendwie über den Haufen zu fahren mit ihrer Dingens. Ja, der musste jetzt leider dran glauben, das tut mir jetzt wirklich leid, mein Freund. Ich wundere mich eigentlich ehrlich gesagt, dass hier irgendwelche Rampen eingebaut sind. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das nicht so ganz überleben werden. Aber ich bin so froh, dass es mit dem Husten gerade wieder geht, ne? Leute, ich kann da wirklich nichts für, also bitte nehmt mir das auch nicht übel. Jetzt mache ich denselben Fehler gerade schon wieder. Ich war schon wieder die falsche Strecke dahin. So, jetzt links. Genau. Und jetzt zur Schrottpresse. So, der Wagen darf vorher leider nicht kaputt gehen. Macht zwar nicht so viel Sinn, aber naja. So, uns wird gleich auch die Schrottpresse nochmal erklärt. Jetzt will uns gerade gar keiner mehr töten. Und ja, in dem Fahrzeug ist, so wie es aussieht, eine Leiche und die wird jetzt zerquetscht. Viel Spaß in der Schrottpresse, mein Freund. Ah, da geht einem doch das Herz auf. $10.000. Als kleine Belohnung. So ein Belöhnchen muss aber auch mal sein für das Böhnchen. Ne, das stimmt. So, welches Auto claim ich mir jetzt? Ein schönes. Ein sehr schönes. Naja, es hätte besser sein können. Aber Leute, ich will mich nicht beschweren. Was soll's. So, ja. Anytime, any place, sehr gerne doch. So, ja. Nehmen wir doch gleich die nächste Mission von unserem besten Freund an. Ich kann bestimmt hier durchstarten. Ich kann's wirklich. Da kann man durchjumpen? Ich wusste das nicht. Schmutzige Wäsche. So the laundry won't pay any protection, huh? The triads think they can mess with me? Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Sorry, Mama. Yes, Ma. I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. Ach ja, stimmt, bei 8-Ball gibt's Bomben. Also Granaten. Ich werde trotzdem nochmal beim Ammunition vorbeischauen. Also zumindest in die Richtung fahren. Da müsste auch 8-Ball sein. Wir wissen ja mittlerweile, wo 8-Ball ist. Mich hat es gerade so ein bisschen durchzogen im Hals, deswegen hatte ich aufgehört zu reden. Okay. Achso, die Knarre steht gar nicht für Ammunition, sondern wirklich für 8-Ball. Ich glaube aber, dass es fast schon besser ist und effektiver aus dem Fahrzeug zu schießen, als da irgendwelche Bomben zu werfen. Weil, die hebe ich mir lieber für später auf. Da gibt es genug Möglichkeiten, die einzusetzen. Ja, ich würde ja fast sagen, eine Autobombe ist auch eine tolle Idee, aber naja, ist ja dann halt nur für einen Einsteig, deswegen ist das ein bisschen unpraktisch. Vielleicht lässt sich das auch anders einsetzen, aber damit kenne ich mich einfach zu schlecht aus dafür. Ja, ich weiß, mit wem ich mich anlege. Das weiß ich sogar sehr gut. Ich bin nämlich Hans Karl Christopher Konstantin Ketterhacker. Genau. So, das Auto ist doch schon wieder heile, ne? Ist wenigstens ein bisschen Schwung reingebracht und dann ist auch schon wieder gut. Okay, die wissen direkt, worum es geht. Okay, Auto ist im Arsch. Das ist gut. Das erste ist jetzt so richtig für die Tonne. Ah, da nähert sich doch schon wieder eins.
Und da bekommt gerade einer auf die Schnauze. Warum auch immer. Hoffentlich merken die nichts. Nein, ich brauche eine Granate. Danke. Okay, ich mach das mal lieber fertig, bevor die Polizei uns hier richtig chased. Und darauf habe ich nämlich nicht so die Lust. Wenn ich mich jetzt falsch annähere, dann wird es ein bisschen doof. Okay, gut, gut, gut. Granate, Granate, let's go. Mission erfolgreich erfüllt. Ja, ist ja gut. Jetzt braucht er nicht noch eine halbe Ewigkeit, irgendwas zu explodieren. Ich fahre jetzt wieder zu Onkel Joey und guck mal, was ich für ihn wieder tun kann. Da liegen schon irgendwelche Reifen auf der Straße. Ja, und ich bin schon da. Zwischen 6 Uhr so und Dingens soll ich wiederkommen. Okay, das ist ja jetzt nicht perfekt. Dann fahre ich jetzt, glaube ich, nochmal zu Tony oder wie der Typ hieß. Keine Ahnung, zum großen Tee auf jeden Fall. So, hier kann man wieder schön Gas geben. Das freut den Ketter. Den Speedy-Ketter. Speedy Gonzales. So, und ja, dann sind wir ja eigentlich auch schon wieder da, ne? Nächste Mission. Der Mafia ist eh der Beste. Also der Wagen-Mafia. Der Geldbote! The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass. But don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Das ist ja mal cool, so einen Auftrag zu erhalten. Man geht irgendwo hin, hebt ein Stück Papier auf und darauf steht alles. Aber so haben die das wahrscheinlich wirklich gemacht. Weil diese Treffen zu auffällig gewesen wären, auf Dauer. Und mit dem Wagen hier kannst du in das Triadengebiet rein. Also falls wir so einen brauchen sollten. Das ist halt praktisch ein Toys-Wagen. Oder du stellst dich ans Tor, kneifst die Augen zusammen und sagst Konnichiwa. Und dann werden die dich schon reinlassen. So, die Triaden gibt es übrigens, soweit ich weiß, wirklich. Und das soll hier übrigens New York darstellen alles. Auch wenn es nicht unbedingt die beste Variante dafür ist. Aber hey, das geht schon. So, jo. Genau, ich muss hier einen Koffer abholen. Aber das Ganze ist leider eine Falle. Und die Leute wollen uns definitiv tot sehen. Okay, lass mich vorbei. Ich mache euch alle einzeln kalt. Aber dafür brauche ich erstmal so ein bisschen kühlen Kopf. Muss jetzt nur aufpassen, dass mich keiner befährt. Nein! Scheiße! Kaum machst du so einen Mist und schon ist die Polizei hinter dir her. Die werden noch mein Ende sein, das sage ich euch, Leute. Rückwärts! Jawohl. Da ist noch einer. Oh. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist. Bring das Geld zu Toni. Na gerne doch, ist ja eh seins. Aus dem Weg. Ja, darunter hat jetzt meine Rüstung sehr gelitten. Ich hoffe, ich kriege eine neue. Relativ zeitnah. Wäre eigentlich echt praktisch, wenn ich das irgendwo rumliegen hätte, so eine Rüstung. Wenn du auf die Schienen... Na, natürlich. Wenn du auf den Schienen ankommst, dann bekommst du ein kleines Extra, kannst dich vor den Bullen drücken. Aber das schafft doch erstmal einer. Ich meine, oben auf die Schienen, über diese Rampe. Was stellen die sich vor? Das ist ja nicht nur Dunkelheit in der Seele, das ist fortgeschrittene Dunkelheit in der Seele. Wenn man auf solche Ideen kommt. So. Das schaffen wir locker auch noch. Mit ohne Probleme.
Das Rennen ist so ein bisschen mehr meine Sorge. Und ich bin so glücklich, ein Gamepad zu haben jetzt wieder, ne? Dadurch kann man viel besser aufnehmen. So, Mission ist erfüllt. 10.000, das geht ja noch. Und weil es so schön war, komme ich gleich wieder. Das Treffen bei Salvatore. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. Also die Triaden haben sozusagen mit den Leonis, das ist so eine italienische Gang, soweit ich weiß, haben die jetzt so ein bisschen Krieg angefangen. Bandenkrieg. Und wir sollen jetzt die Gangmitglieder von den Leonis abholen. Die wichtigsten. So ein bisschen die, die das Sagen haben. Und dann treffen wir uns beim großen Boss, Salvatore. Ja. Und von da aus gucken wir dann mal weiter. So, also bitte. Versuchen wir es doch gleich. So. Jo. Let's go. So, Joey kommt wahrscheinlich dann gleich schon mal mit. Ist scheinbar schon ein guter Kollege geworden. So, und mit der Limousine wird jetzt gleich der nächste abgeholt. Oh, scheiße. Ja, das war dann mal eine schöne Limousine. Hoffentlich kommt das Ding noch ganz an. Kann ich euch jetzt aber auch nicht so richtig bestätigen. Müssen wir dann halt mal gucken, ne? Juhu. So, quer durch Chinatown einmal durch. Haha, den habe ich voll erwischt. Naja, so seitlich. Aber trotzdem lustig. Ja, die Irren ballern direkt wieder los auf uns. So völlig groundless. Reasonless, meine ich. Wenn YOLO-Sprache dann schon correctly, ne? Sagt man ja immer so schön. Ups. Boah, ich muss so pissen, ne? Naja, was soll's. Die paar Minuten halten wir noch durch. Die fragen mich alle, wie es mir geht. Und daraufhin gibt Claude nicht mal eine Antwort. Ich habe ihn ohne Scheiß, das ist mir mal aufgefallen. Ich habe Claude, also unseren Hauptcharakter, den habe ich bisher noch überhaupt nicht reden gehört. Nicht einmal. Och nö. Das klappt mit einer Limousine gar nicht. Ja, super. Jetzt am besten irgendwie in eine Seitengasse verschwinden oder so. Vor allen Dingen muss ich hier noch rumhupen gleich. Allein die Vorstellung bei der ganzen Polizei. Naja. Geht's. Ey! Was soll die Scheiße? Was für eine mutwillige Amoksau ist das denn bitte gewesen? So, der kommt auch noch mit. Wup! Jetzt bewege ich deinen fetten Hintern zu uns. Und schalt mal diese olle Musik im Hintergrund aus, die nervt mich. Jetzt bewege ich doch mal deinen fetten, rosettigen Arsch, meine Güte. Die Limousine, Alter, davon ist ja gar nichts mehr über. Okay, die wollen uns scheinbar mobben. Das lasse ich mir aber nicht gefallen. Ich werde nämlich jetzt einfach zum Boss fahren und dann beschwere ich mich über euch. Und dann schickt er seine Leute. Boah, nee. Jetzt haben die hier eine Blockade aufgebaut. Scheiße. Ich hatte die Mission so einfach in Erinnerung. War das schiefgelaufen? So, weg mit dir. Du hast da nichts verloren. Okay, raus, raus, Leute, raus, 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 raus. Steig doch mal aus. Ey, wie dämlich muss man denn sein? Die bleiben lieber in der Limousine sitzen und explodieren mit dem Ding, als dass sie mal daran denken, auszusteigen. Ja. Und vor allen Dingen, jetzt nachdem die Mission durch ist, du sitzt hier einfach nur rum und denkst dir so, wo sind die ganzen Leute hin? Ein paar Stück sind noch über, aber ansonsten nichts. Also wie es aussieht, muss ich wahrscheinlich dann wieder zu Toni oder so, keine Ahnung. Ich gucke mich dann da einfach mal um und dann werde ich das schon rausfinden. So, weil erst wollte ich hier noch gucken, ob irgendwas versteckt ist.
Aus dem Weg, Officer, tut mir leid. Ich bin leider immer so freundlich. Zu Polizisten. Manchmal sogar tödlich freundlich. Oh, ein Jetpack, genau. Ein verstecktes Packschirm. Da freue ich mich dreistens drüber. Und ja. Gib mal das Auto. Ich muss gleich mal kurz 20 Meter in die Richtung fahren. Und dann nochmal 14 Meter in diese Richtung aussteigen und dann kurz rüberlaufen. Boah, das ist voll die schwere Strecke gewesen. Das Treffen bei Salvatore, ja, das kennt ihr ja schon. Ich überspringe das Blatt mal. Hops. Gut. Also jetzt wieder zu Joey fahren, sagen wir mal. Jetzt habe ich einem unserer eigenen Gangmitglieder seine Karre geklaut. Schöner geht's doch gar nicht. Ja, jetzt auf zu Onkel Dingens. Zu Onkel Joey, zu seiner Werkstatt. Boah. Und ohne nochmal Gas zu geben, schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Hm, spannend. Oh, du. Das liegt einfach daran, dass ich so pinkeln muss, dass ich so lustig drauf bin. Aha. Okay, gut, das Gespräch kennt ihr schon. Tja. Dann wird es jetzt gleich offensichtlicherweise heißen. Ja, das kennt jeder. Dann wird es jetzt gleich heißen, ey Leute, ich gehe jetzt nochmal auf Klo. So, ich gucke jetzt gerade nochmal, was ich machen muss. Ja, stimmt, den einen Typen da abholen. So. Nur ein bisschen Souveränität und Sicherheit sichern. So, wenn ich jetzt rechts war, dann bin ich... Boah, Alter. Nee, nicht dein Ernst. Was ist denn das für eine Kampflimousine hier? So, ich werde auf jeden Fall die Scheiße mit der Treppe nicht nochmal versuchen. Ja, aua. Was auch immer unter dem Auto da hängt, das wird jetzt auf jeden Fall schon mal abgerissen sein. Ja, Leute, es geht definitiv nicht mehr. Ich muss auf Klo. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.